Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ringvorlesung. Ich entführe Sie heute in die Welt der intralingualen Translation, im Besonderen in die Welt der leichten Sprache. Die Translation wird Ihnen bisher wahrscheinlich eher in ihrer interlingualen Form begegnet sein. Das heißt, wir übersetzen, wir dolmetschen von einer Sprache in eine andere Sprache. Bei der intralingualen Translation geht es darum, dass man innerhalb einer Sprache übersetzt oder dolmetscht. Und in unserem speziellen Fall, den wir uns heute anschauen, von der schweren Sprache in die leichte Sprache. Und ich werde zum Deutschen referieren. Die folgenden Fragen möchte ich heute gerne beantworten. Was ist leichte Sprache? Wie ist die leichte Sprache gesetzlich verankert, vor allen Dingen in Deutschland? Wer sind eigentlich die Zielgruppen? Was hat das alles mit Übersetzen zu tun? Was wird an der leichten Sprache kritisiert? Und was kann man dazu eigentlich forschen? Wo ist das Forschungspotenzial? Starten wir aber mit der Frage, was ist leichte Sprache überhaupt? Und um das zu beantworten, habe ich mal einen Beispieltext mitgebracht. Und wenn man sich diesen Beispieltext anschaut, sieht man sehr schnell, dass dieser Text anders aussieht als ein Standardtext, den wir zum Coronavirus rezipieren. Was genau ist anders? Nun, man hat zunächst zu Beginn des Textes ein Prüfsiegel, ein Logo, das diesen Text als leichte Sprache Text ausweist. Das ist ganz oben dieses Logo mit dem Daumen hoch. Ich bin ein leichte Sprache Text. Typisch ist aber auch, man sieht das sofort, dass die Sätze sehr kurz sind. Die Sätze sind auch im Listenmodus. Das heißt, jeder Satz beginnt auf einer neuen Zeile. Wir haben Aufzählungen als Listen nicht im Satz verpackt, wie wir das normalerweise oft finden würden. Wir haben einen großen Zeilenabstand. Man sieht die Bilder auf der rechten Seite, die die Abschnitte begleiten. Lange Wörter sind getrennt. Man sieht das hier zu Beginn direkt. Corona, Virus, Krankheitserreger. Weiter unten im Text findet man auch das Wort Abwehrkräfte. Hier, das nehme ich schon mal vorweg, ich werde da später auch noch mal genauer drauf eingehen, erfolgt die Trennung mit dem Bindestrich und einem Binnenmajuskel. Das heißt, der zweite Kompositumsbestandteil ist groß geschrieben. Ne? Krankheits-Bindestrich, Erreger und Erreger ist groß geschrieben. Das widerspricht eigentlich den deutschen Regeln der Rechtschreibung. Da gibt es alternative Ansätze, wie man die Komposita zerlegen kann, zum Beispiel mit dem Mediopunkt. Das ist ein Punkt, der in der Mitte erscheint, ähnlich wie wir das alle aus dem Wörterbuch kennen für die Silbentrennung. Und nach diesem Mediopunkt wird dann klein weitergeschrieben. Das ist ein Streitfall zwischen Regelwerken, ein ganz besonderer Fall und ich werde darauf auch später noch genauer eingehen. Ja, was findet man noch in diesen Texten? Wir haben Fettgedrucktes. Wird das typischerweise für die Negation verwendet, ne? Sie sehen die Wörter nicht und keine fettgedruckt. Sie sehen Hervorhebungen durch Farbgebung. Zum Beispiel Terme können farblich hervorgehoben werden und so weiter und so fort. Also dies ist ein typischer leichter Sprachetext, wie wir ihn mittlerweile im Internet zu medizinischen Themen, aber eben auch in der Verwaltung und in der Behördensprache des Öfteren finden. Und ich glaube, Sie haben sich jetzt schon mal ein gutes Bild der leichten Sprache machen können. Sprachwissenschaftlich gesehen bezeichnen wir die leichte Sprache als verständlichkeitsoptimierte Reduktionsvarietät. Sie ist verständlicher als die Standardsprache und sie ist reduziert in der Komplexität auf allen linguistischen Ebenen. Zielgruppen sind Menschen mit eingeschränkter Lesekompetenz. Darauf werde ich gleich noch genauer eingehen. Die leichte Sprache ist keine natürliche Sprache. Das heißt, es kommt niemand zur Welt und spricht leichte Sprache. Das ist eine Sprache, eine Sprachvarietät, die ist konstruiert, die ist künstlich und sie ist eine kontrollierte Sprache, weil sie regelbasiert funktioniert. Und somit auch, Sie kennen das aus der technischen Dokumentation, anderen kontrollierten Sprachen ähnelt. Sie unterliegt bestimmten Regelwerken, auch die werde ich später im weiteren Verlauf noch vorstellen.
Und sie war zunächst auf reine Schriftlichkeit ausgelegt. Das heißt, wir haben die leichte Sprache anfänglich nur in geschriebenen Texten gefunden. Mittlerweile gibt es aber auch zunehmend Dolmetschen in leichte Sprache und multimediale Translation, insbesondere Untertitel in leichter Sprache. Das ist natürlich auch ganz besonders interessant für uns, dass unterschiedliche Translationsmodi und Tasks involviert sind. Die leichte Sprache ist ein Zusatzangebot, das heißt, die Texte in leichter Sprache sind im Zweifelsfall nicht justiziabel. Man braucht immer noch den Originaltext. Das leichte Spracheangebot soll erklärend, verständlichkeitsfördernd hinzugezogen werden. Man kann aber keine Verträge in leichter Sprache unterschreiben. Das ist damit gemeint. Ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Die leichte Sprache als kontrollierte Sprache unterliegt Regelwerken. Das ist ein normativer Ansatz, wie wir ihn auch in anderen Sprachvarietäten tatsächlich kennen. Das Besondere hier ist, dass wir eine Koexistenz verschiedener Regelwerke haben. Ich habe Ihnen mal hier drei Stück mitgebracht. Das eine sind die Regeln des Netzwerks leichte Sprache. Das ist ein Regelwerk, das aus dem Empowerment heraus, aus der praktischen Arbeit entstanden ist und das es auch schon sehr lange gibt. In der Mitte sehen Sie die Regeln, europäische Regeln, das heißt für verschiedene europäische Sprachen von der Initiative Inclusion Europe. Das ist eine Initiative, die sich sehr früh auf verschiedenen Sprachen um die leichte Sprache gekümmert hat. Und die Regeln sind teilweise auch vergleichbar über die Sprachen hinweg. Das ist auch für uns aus kontrastiver Perspektive sehr interessant. Und es gibt seit einiger Zeit den Duden für leichte Sprache von den Hildesheimer Kolleginnen Ursula Predel und Christiane Maas verfasst. Und auch hier gibt es ein Prüfsiegel zu, wenn man sich an die Regeln des Dudens hält. Es ist nicht nur die Koexistenz verschiedener Regelwerke, sondern auch verschiedener Ideologien, die dahinter stehen. Und das betrifft verschiedene Regeln, wie zum Beispiel diese Kompositasegmentierung, Bindestrich versus Mediopunkt. Das betrifft aber zum Beispiel auch die Qualitätssicherungsprinzipien. Die Duden-Fraktion, nenne ich sie mal, geht davon aus, dass wir das Vier-Augen-Prinzip beim Übersetzen anwenden. Wir haben eine Übersetzung, wir haben einen professionellen Übersetzer, der sich darum kümmert und die Revision wird vorgenommen von einem professionellen Übersetzer. Vier-Augen-Prinzip, beide kennen die Zielgruppen, beide kennen das Korpus, so wie wir es auch in der interlingualen Übersetzung handhaben. Das Netzwerk leichte Sprache hingegen schlägt vor, dass man die Texte von sogenannten Prüfgruppen überprüfen lässt. In diesen Prüfgruppen sind Vertreter aus den Zielgruppen, die die Texte lesen und auf Verständlichkeit prüfen. Das hat verschiedene Nachteile. Man braucht eine Menge von Prüfern und wenn die Prüfer eine zu hohe Lesekompetenz akquirieren, schießen sie sich selber aus dem Job raus, um das mal so salopp zu formulieren. Das ist die einzige das einzige Jobprofil, bei dem man sich disqualifiziert, wenn man sich mehr qualifiziert. Das ist ein ganz interessantes Paradoxon. Es hat aber auch noch andere Nachteile, wenn so eine Prüfgruppe aus 5 Prüfern besteht, die unterschiedliche Leseprobleme mit sich bringen, dann findet der eine das verständlich, der andere findet das nicht verständlich. Und da gibt es konvergierende Meinungen und es ist extrem schwierig, die Texte für alle stimmig und verständlich zu machen. Es hat aber natürlich auch Vorteile. Oft werden die Texte durch die Prüfer tatsächlich auch verständlicher und besser für die Zielgruppen adaptiert. Das nur als Beispiel für diese unterschiedlichen Ideologien, die auch mit den Regelwerken einhergehen. Wie ist die leichte Sprache gesetzlich verankert? Das halte ich ein bisschen kurz, das ist ein trockener Exkurs. Ganz wichtig für die gesetzliche Verankerung, auch in Deutschland, war die UN-Behindertenrechtskonvention. In dieser Konvention wurde ein Recht auf Chancengleichheit gefordert, ein Recht auf Nichtdiskriminierung und auf Teilhabe. Und das betrifft nicht nur
Die Rampe, ja, die vor dem Rathaus gebaut werden muss, damit der Rollstuhlfahrer das Rathaus befahren kann, sondern es betrifft auch den Anspruch auf barrierefreie Kommunikation. Texte beinhalten Kommunikationsbarrieren und auch für diese Barrieren braucht man Rampen, die die Verständlichkeit gewährleisten. Und wir als Übersetzer sind die Rampenbauer, ja, und versuchen diese Texte verständlich zu machen. Und dieses Recht auf barrierefreie Kommunikation wird durch die UN-Behindertenrechtskonvention verankert. Diese wurde 2006 von der UNO-Generalversammlung in New York verabschiedet, zum 1. März 2007 zur Unterzeichnung freigegeben. 2008 ist sie in Kraft getreten. Wir hatten 80 unterzeichnende Länder im ersten Monat und 163 unterzeichnende Länder bis Herbst 2019. Deutschland war eines davon. Das zeigt den bahnbrechenden Erfolg dieser Konvention. Es war höchste Zeit, dass so etwas ins Leben gerufen wurde. Die Reaktion in Deutschland erfolgte dann unmittelbar im Jahr 2011 mit der barrierefreie Informationstechnikverordnung, BIT-V. Und zwar gibt es hier in der Anlage 2 13 Regeln zur leichten Sprache. Und das war im Prinzip das erste, ja, noch sehr wenig umfangreiche Regelwerk zur leichten Sprache. Dann folgte der nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Hier wird gefordert, ich zitiere, künftig sollen nach dem BGG auf Verlangen zum Beispiel Bescheide in leichter Sprache erläutert werden. Ja, das ist ganz wichtig. Also hier wird die leichte Sprache genannt. Die leichte Sprache als Instrument, um Kommunikationsbarrieren zu eliminieren. Es erfolgte dann am 01.01.2018 eine Novelle des Behindertengleichstellungsgesetzes und hier ist Paragraph 11 insbesondere relevant, der besagt, ich zitiere, in Deutschland sind Träger öffentlicher Gewalt verpflichtet, Informationen vermehrt in leichter Sprache bereitzustellen. Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass Träger öffentlicher Gewalt die leichte Sprache stärker einsetzen und ihre Kompetenzen für das Verfassen von Texten in leichter Sprache auf- und ausgebaut werden. Zitat Ende. Das sind wir. Kompetenzen zum Verfassen in leichter Sprache. Wo sind denn die Experten, die das können? Wo sind denn die Übersetzer und die Dolmetscher, die sich in diesem Bereich auskennen? Das sind natürlich wir. Wir kriegen auch Anfragen dieser Art. Und wir reagieren natürlich mit didaktischen Programmen darauf. In Hildesheim gibt es einen Master, barrierefreie Kommunikation. Wir haben hier bei uns ein Modul im Bachelor, leichte Sprache. Das Modul heißt leichte Sprache und versuchen, diesem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Ja, wer sind eigentlich die Zielgruppen? Ich habe ganz am Anfang gesagt, das sind Menschen mit, ja, eingeschränkten Lesekompetenzen. Schauen wir uns genauer an, wer das denn eigentlich ist. Wir unterscheiden aus Forschungsperspektive primäre Zielgruppen, die haben einen Rechtsanspruch laut BGG, und wir unterscheiden davon sekundäre Zielgruppen, die eigentlich keinen Rechtsanspruch haben, aber die auch von der leichten Sprache profitieren können. Bei den primären Zielgruppen haben wir Menschen mit geistiger Behinderung, Demenzerkrankte, Menschen die unter Gehörlosigkeit leiden, die unter Aphasie leiden und die Lernschwierigkeiten haben. Sie sehen, im Prinzip können diese Probleme altersübergreifend zum Tragen kommen. Es gibt aber für verschiedene dieser Gruppen bestimmte Altersgruppen, in denen das standardmäßig auftreten könnte, ne? Demenz ist so ein Problem und da geht man auch davon aus, dass diese Zahl natürlich auch steigt. Unter den sekundären Zielgruppen sehen wir Analphabetismus, Deutsch als Zweitsprache, das heißt Deutschlerner. Hier sind vor allen Dingen Menschen mit Migrationshintergrund zu benennen und Unbeeinträchtigte, die eigentlich überhaupt nicht in dieser Liste vorkommen, aber die doch auch von der leichten Sprache profitieren. Ich möchte hier nochmal auf meine Metapher mit der Rampe vor dem Rathaus zu sprechen kommen. Ein Rollstuhlfahrer braucht die Rampe, um das Rathaus befahren zu können. Ich mit meinem Zwillingskinderwagen vor mehreren Jahren habe mich sehr über die Rampe gefreut, dass ich mit diesem breiten Wagen da eben auch hochfahren konnte. Und mittlerweile
fährt mein Sohn mit seinem Skateboard gerne die Rampen rauf und runter. Wir alle sind irgendwie Zielgruppen, nicht von Anfang an intendiert. Wir nutzen aber die Rampe und sind froh, dass es sie gibt. Und so ist es mit der leichten Sprache auch. Ein jeder von uns kann leichte Sprache nutzen, kann davon profitieren, sodass wir eigentlich alle zu den Zielgruppen zählen könnten. Die primären Zielgruppen, die mit Rechtsanspruch, die zeichnen sich durch bestimmte Merkmale aus. Und diese sind zum Beispiel einen kleineren gemeinsamen Bezugsrahmen. Das heißt, das Vorwissen zwischen Textsender und Textempfänger ist nicht das gleiche. Man muss viel weiter ausholen, um den Rezipienten da abzuholen, wo er steht. Und hier kommen wir als Übersetzer natürlich wieder ins Spiel. Die Zielgruppen haben geringere Sprach- und Lesekompetenzen. Sie haben eine geringere Aufmerksamkeitsspanne. Das ist wichtig dahingehend, als dass die Texte nicht zu lang sein dürfen. Ne? Texte in leichter Sprache, das werden wir gleich sehen, zeichnen sich dadurch durchaus, dass man mehr erklärt. Man muss viel weiter ausholen. Man muss Dinge, die für uns implizit verstehbar sind, erklären. Dadurch werden die Texte länger. Das konfligiert aber mit der geringeren Aufmerksamkeitsspanne der Rezipienten und das wird zum Problem. Das führt wiederum dazu, dass der Übersetzer Text selektieren muss, was wiederum zu ganz speziellen Übersetzungsstrategien führt. Ich werde da gleich noch weiter drauf eingehen. Also Übersetzen und Dolmetschen in leichte Sprache ist alles andere als leicht, das schon mal vorweggenommen. Und wir haben bei den Zielgruppen auch Menschen, die geringere kognitive Kapazitäten zur Informationsentnahme und Verarbeitung haben, sodass dieser Bezugsrahmen noch weiter gespannt werden muss. Und hier greift natürlich die Qualitätssicherung durch die Prüfgruppen. Andererseits greift sie aber auch nicht, je nachdem, wer in den Prüfgruppen drin sitzt. Und wenn ich als professioneller Übersetzer beim Vier-Augen-Prinzip alle diese Dinge berücksichtige, kann ich eine Qualitätssicherung eines Leichtsprachetextes auch gewährleisten. Ja, was hat das mit Übersetzen zu tun? Ich habe das jetzt schon öfter mal anklingen lassen und es liegt natürlich jetzt auch auf der Hand. Aber stellen wir uns doch mal Sprache als ein Kontinuum vor. Und wenn wir uns Fachsprache als komplexe Sprachvarietät, als funktionale Sprachvarietät auf der einen Seite vorstellen, dann ist die leichte Sprache sicherlich auf der anderen Seite anzusiedeln. Ja? Das ist die am wenigsten komplexe Sprachvarietät, die verständlichste. Dazwischen haben wir ja im Kontinuum auch noch andere Varietäten angesiedelt. Das ist sicherlich die Gemeinsprache. Das kennen Sie hier. Wir haben gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, wir haben fachsprachliche Übersetzungsübungen. Das heißt, auch wir machen von dieser Unterscheidung Gebrauch. Wir haben aber auch noch die einfache Sprache, die zwischen der Gemeinsprache und der leichten Sprache liegt. Ja? Die Abgrenzung ist nicht immer ganz einfach. Die leichte Sprache, das ist alles, was sich an diese ganz speziellen Regeln hält. Die ist relativ klar zu fassen. Die einfache Sprache ist alles, was darüber hinausgeht. Die Abgrenzung zur Gemeinsprache ist aber wirklich sehr schwammig und schwer zu greifen. Es gibt Länder, die arbeiten gar nicht mit der leichten Sprache als verständlichkeitsoptimierte Varietät, sondern die arbeiten mit der einfachen Sprache. Englischsprachige Länder zum Beispiel, da ist die in den USA, ist die Plain Language Movement ist dort sehr bekannt. Und in den USA arbeitet man eher mit Plain Language, was bei uns der einfachen Sprache gleichzusetzen wäre. Wenn wir uns jetzt nur ein einziges Wort anschauen als Beispiel, und ich sollte noch erwähnen, dass man auch noch andere Bezeichnungen in diesem Kontinuum hat. Wir haben zum Beispiel so etwas wie bürgernahe Sprache. Ja, bürgernahe Sprache ist wahrscheinlich irgendwo zwischen Gemeinsprache und einfacher Sprache anzusiedeln. Vielleicht ist sie sogar mit einfacher Sprache gleichzusetzen. Sie fungiert aber in einer speziellen Domäne, in der Verwaltungs- und Behördenkommunikation. Das heißt, wir haben auch domänenspezifische Varietäten in diesem Kontinuum verankert. Schauen wir uns jetzt ein spezielles Beispiel an, den Datenschutzbeauftragten. Deshalb bin ich jetzt auf bürgernahe Sprache noch gekommen.
Der Datenschutzbeauftragte, den finden Sie auf den Webseiten des Landes Rheinland-Pfalz. Das ist ein ganz wichtiger Mensch. Der kümmert sich nämlich um unseren Datenschutz, um den Schutz unserer Daten. Der schützt unsere Daten. Sie merken, ich kann das auf verschiedene Arten und Weisen ausdrücken, ne? Und in der Fachsprache, wo es darum geht, eindeutig zu reden, man hat feste Termini, da rede ich in komplexen Wörtern, in Komposita, da sage ich Datenschutzbeauftragter. In der Gemeinsprache oder der bürgernahen Sprache kann ich sowas sagen wie der Beauftragte für den Datenschutz. Wenn ich das weiter runterbreche und erkläre, ne, hier bei Beauftragter für den Datenschutz habe ich eine Phrase. Da habe ich dieses komplexe Kompositum in eine Phrase aufgelöst. Jetzt kann ich das noch weiter runterbrechen in der einfachen Sprache. Das ist nämlich der Verantwortliche, der sich um den Schutz der Daten kümmert, um den Datenschutz kümmert oder der die Daten schützt. Ja? Hier haben wir auch eine Phrase, aber die Phrase beinhaltet einen Relativsatz. Das heißt, wir haben einen Nebensatz in diesem Hauptsatz, ist ein komplexes Satzgefüge. Und wenn ich das noch weiter runterbreche in der leichten Sprache, dann habe ich verschiedene Sätze daraus gemacht. Es gibt einen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter kümmert sich um den Schutz von Daten. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden auf der semantischen Ebene immer weniger komplex, aber Sie merken, das konfligiert teilweise mit anderen sprachlichen Ebenen. Zum Beispiel wird die phrasale Ebene komplexer, die syntaktische Ebene wird komplexer und es gibt eigentlich noch kaum empirische Evidenz dazu, was am problematischsten ist. Ob denn wirklich die morphologische Ebene mit dem Kompositum so problematisch ist, ob das wirklich so schwer zu verstehen ist oder ob es eher die phrasale Ebene ist mit einer komplexen nominalen Struktur, das muss noch empirisch getestet werden. Darauf komme ich in meinem Forschungsteil dann auch zu sprechen. Wichtig ist, dass wir hier Übersetzungsstrategien anwenden, um den Referenzrahmen, den Bezugsrahmen zu erweitern. In der Kognitionswissenschaft spricht man von Common Ground. Der Sender und der Empfänger haben einen speziellen Common Ground, den sie miteinander teilen. Und bei dem Sender eines fachsprachlichen Textes, wie es in der Behördensprache ja oft der Fall ist, und dem Empfänger des leichten Sprachetextes, ist der Common Ground relativ gering. Das heißt, die Überschneidung des Vorwissens ist minimal. Und hier braucht es Translation, um diesen Common Ground zu erweitern, um das Vorwissen, das nicht vorhandene Vorwissen durch zusätzliche Erklärungen, durch linguistische Vereinfachung zu gewährleisten. Ja, als Übersetzungsstrategien haben wir hier vor allen Dingen, ich fange mal mit dem unteren an, Additionen. Das heißt, wenn ich eine komplexe Konstruktion habe, dann wende ich oft eine Paraphrase an, um diese komplexe Konstruktion zu erklären. Ich kann aber auch direkt ein Beispiel bringen. Ich kann eine Erklärung einschieben in einem neuen Satz, in einem Nebensatz. Und ich muss oft implizites Wissen, implizite Präsuppositionen, die in dem Text vorhanden sind, explizit erklären. Das macht, das habe ich am Anfang schon gesagt, den Text länger. Das schafft mehr Textmaterial. Deshalb muss an anderen Stellen gekürzt werden. Deshalb haben wir auch Reduktionen als Übersetzungsstrategien. Und diese geschehen im sprachlichen Inventar auf allen Ebenen des Sprachsystems. Das heißt, das kann tatsächlich semantischer Natur sein, syntaktischer Natur sein und auch im Umfang der Informationen. Das heißt, man muss Informationsselektion betreiben, damit die Texte nicht zu lang werden für die Zielgruppen. Das ist ein ganz schwieriger Job, den wir da leisten müssen als Übersetzer und als Dolmetscher. Und da gibt es auch ganz spannende Diskussionen in Bezug auf Objektivität, Ethik. Das sind ganz spannende Fragestellungen. Wo wird selektiert? Was lässt der Übersetzer weg? Was fügt er hinzu? Also er hat da auch sehr viel Macht, wenn er diesen Text in leichter Sprache gestaltet. Jetzt könnte man sagen, super, leichte Sprache scheint ja der Schlüssel für alles zu sein. Ne? Hier, wir haben einen Generalschlüssel, der passt auf alles. Der ist für primäre Zielgruppen, der ist für sekundäre Zielgruppen gut. Der macht die Texte endlich verständlich.
Wo ist denn eigentlich das Problem? Warum machen wir nicht alles in leichter Sprache? Nun, Sie können sich das schon denken. Es gibt viele Menschen, die die leichte Sprache massiv kritisieren. Ich habe hier ein Beispiel aus der Frankfurter Allgemeinen mitgebracht, die getitelt haben Nachrichten im Kinderbuchstil. Ja? Und als ich eben das Beispiel mit dem Datenschutzbeauftragten vorgelesen habe, wenn man diese einzelnen kurzen Sätze so miteinander wahrnimmt, hat man schon ein bisschen das Gefühl, man ist bei der Sendung mit der Maus. Ne? Das ist kindliche Sprache, das wirkt infantilisierend. Und das wollen natürlich nicht alle, es will nicht jeder so angesprochen werden. Und das weckt natürlich die Kritiker. Es bringt aber auch andere Probleme mit sich. Es wird der leichten Sprache vorgeworfen, dass wir Barrierefreiheit haben auf Kosten des Informationsgehalts, wegen der Informationsselektion. Wir haben Barrierefreiheit auf Kosten des Sprachstils. Der Stil des Deutschen wird dadurch beeinträchtigt. Manche sprechen sogar von der Verschandelung der deutschen Sprache. Und manche haben Angst vor unerwünschten Spracherwerbsprozessen, vor allen Dingen da, wo die leichte Sprache von Deutschlernenden eingesetzt wird, hat man natürlich durchaus Angst. Mensch, die lernen ja gar keine komplexe Syntax, die lernen überhaupt keine Komposita. Das ist ja ein riesengroßes Problem. Der Zweitspracherwerb wird dadurch gestört. Und manche haben Angst vor unerwünschten Sprachwandelprozessen. Also sie haben Angst, dass die leichte Sprache dermaßen Einzug in die deutsche Standardsprache hält, dass wir tatsächlich irgendwann nicht mehr von einer künstlichen Sprache reden, sondern diese Sprache auch als Muttersprache sprechen und schreiben werden. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ganz klar. Soweit wird es nicht kommen. Diese Sprache hat eine ganz spezielle Funktion und wird auch als solche eingesetzt. Aber die Kritik ist natürlich nicht zu vernachlässigen und muss berücksichtigt werden. Und ich möchte das nur mal an ein paar Beispielen illustrieren, warum die leichte Sprache wirklich problematisch ist. Also auch wenn man das gar nicht so sehr überzogen jetzt in der Frankfurter Allgemeinen in einem Kommentar zum Ausdruck bringen möchte. Wir sehen hier das Beispiel eines Märchens in leichter Sprache, Rotkäppchen. Sie sehen, da sind die Merkmale, hier wird mit dem Mediopunkt segmentiert, Rotkäppchen. Wir haben Negation in Fettdruck und so weiter. Hier ist ein Auszug aus einem fachsprachlichen Text, aus einem juristischen Text, nämlich hier wird ein Schlichtungsverfahren erklärt. Was ist ein Schlichtungsverfahren? Und vom Layout her gibt es hier keine großen Unterschiede. Ne? Der Fachtext, der juristische Fachtext, sieht genauso aus wie das Märchen. Und hier haben wir ein Kochrezept. Geben Sie die Zwiebel in die Pfanne, stellen Sie den Herd auf eine mittlere Stufe und so weiter. Und das ist schräg. Wenn die Texte alle gleich aussehen, dann sprechen wir den Rezipienten Textsortenwissen ab. Warum soll ein Rezipient von leichter Sprache nicht wissen, wie ein Kochrezept aussieht? Warum soll er nicht wissen, wie ein Märchen aussieht? Warum müssen die alle gleich aussehen? Warum haben wir diese Layout-Uniformität? Das macht was mit den Texten und das macht die auch bis zu einem gewissen Grad hin kaputt. Ja, man nimmt den Texten etwas und man nimmt den Rezipienten etwas. Ein weiteres Beispiel habe ich hier von der Webseite der Stadt Hannover. Das Beispiel ist aus Mars 2020, schon etwas älter. Vielleicht haben die das mittlerweile auch schon geändert, wenn Sie das mal googeln sollten. Also es ist auf der obersten Webseite der Stadt Hannover. Man sieht hier oben in der Webseite das Bild der Stadt Hannover, man erkennt die Gebäude. Jeder Mensch, der etwas mit Hannover zu tun hat, der da lebt, der daherkommt, erkennt seine Stadt wieder. Ne? So, ganz klar, wunderbar. Webseite in leichter Sprache und hier schlagen die Regeln des Netzwerks leichte Sprache einen ganz speziellen Bildersatz vor, nämlich den Bildersatz der Lebenshilfe Bremen. Und der wurde hier angewandt. Was wurde gemacht? Man hat die Webseite der Stadt Hannover, man hat noch diesen Schriftzug, Hannover, der für die Rezipientengruppe der leichten Sprache überhaupt nicht gut zu verstehen ist. Das ist fast gar nicht wahrnehmbar für die.
Und dann fehlt diese Skyline der Stadt. Und dann sitzt da das leichte Sprache-Logo und findet den Text toll. Und das ist natürlich tatsächlich Verschandelung. Warum soll nicht ein Mensch aus der Zielgruppe, der in Hannover wohnt, seine Stadt wiedererkennen dürfen? Warum macht man diesen Text derart kaputt? Das heißt, Layout-Uniformität, Bebilderungsuniformität machen die Texte teilweise auch kaputt und sind ein Problem. Die machen etwas mit dem Text, da fehlt die Identität, das ist problematisch. Wenn man sich das Ganze jetzt aus der Brille der Stigmatisierungsliteratur anschaut, dann kommt Glörkes mit der Irrelevanzregel. Ich zitiere: Dem Interaktionspartner, und er spricht hier von behinderten Menschen, ist danach eine allgemeine nicht wertende Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Besondere Merkmale, wie eine sichtbare Behinderung, die sich der Aufmerksamkeit aufdrängen, sind höflich zu übersehen. Sie haben ohne Bedeutung, irrelevant zu sein. Das ist schwer durchzuhalten, führt zu einer Scheinnormalität der Begegnung und zu Interaktionsspannungen. Ja, mit dieser Irrelevanzregel erklärt er, warum es teilweise so schwierig ist, mit Menschen mit Behinderungen zu interagieren. Maas hat daraus das Anstarrverbot gemacht. Ja? Also man darf dieses besondere Merkmal dieses Menschen nicht anstarren. Man muss das übersehen. Ja? Man muss ihn normal behandeln. Was heißt aber normal? Maas schreibt dazu, und sie überträgt es jetzt auf die Texte für diese Menschen: Das Stigma der Behinderung besteht in der unerwünschten Abweichung von der Norm. Dies lässt sich auch auf leichte Sprachetexte übertragen. Diese weichen unerwünscht von der Norm ab. Vielleicht muss das ja so sein. Der Impuls wäre, sie sich genau anzusehen. Aber das ist, wie die Literatur aus dem Kontext der Behinderungssoziologie überzeugend darlegt, sozial unerwünscht. Das heißt, diese Texte bergen inhärent einen Stigmatisierungseffekt. Ja? Dadurch, dass das Texte für bestimmte Zielgruppen sind, sind die ja nicht für mich und ich soll mich damit überhaupt nicht beschäftigen. Die sekundären Zielgruppen werden im Prinzip sogar dazu erzogen, diese Texte nicht zu nutzen. Und das ist ein Problem. Die Texte sind mit einem Stigma behaftet. Dadurch werden Grenzen gezogen und stigmatisiert. Ich will noch mal als Beispiel die Layout- und Bebilderungsuniformität hier anführen. Aber mikrostrukturell betrifft das auch den Mediopunkt und den Bindestrich mit der Binnenmajuskel. Die Texte sind sofort als diese Texte zu identifizieren. Die nominale Redundanz, Pronomen sind verboten. Das heißt, wenn ich einen Text über die Bundeskanzlerin habe, kommt in jedem Satz vor, die Bundeskanzlerin, die Bundeskanzlerin, die Bundeskanzlerin. Diese nominale Redundanz macht die Texte kaputt, macht die Kohäsion in den Texten kaputt. Das heißt, sind das Texte für Behinderte, in Anführungszeichen gesetzt von mir? Was sagt das über den Status der Zielgruppen aus? Das hat jedenfalls negative Auswirkungen auf die Akzeptabilität der Texte und auf das Rezeptionsverhalten. Und man muss ganz doll aufpassen, dass aus Inklusion nicht Exklusion wird. Eine Lösung für dieses Problem könnte die einfache Sprache sein. Bei der leichten Sprache stehen vor allen Dingen die Verständlichkeit und die Wahrnehmbarkeit im Vordergrund. Wenn man jetzt aber die Akzeptabilität berücksichtigt und Entstigmatisierungsstrategien, dann könnte man sagen, lasst uns doch die Texte verständlich machen, lasst sie uns einfach machen, aber lasst uns bitte das Original-Layout verwenden, lasst uns die Originalbebilderung verwenden, lasst uns Begleittexte schreiben, die diese leichte Sprache-Texte kontextualisieren. Vielleicht gibt es sogar etwas wie Leichte Sprache Plus. Leichte Sprache Plus hat Christiane Maas in ihrem Buch aus dem Jahr 2020 eingeführt. Sie kriegen ganz am Ende auch die Literatur. Das ist alles Open Access verfügbar, sodass Sie das auch nachlesen können. Leichte Sprache Plus besagt, wir wenden die Regeln der leichten Sprache an, wir machen die Sprache einfach, aber wir versuchen, dieses Stigmatisierungspotenzial zu entkräften durch die Strategien, die ich hier genannt habe. Und ganz wichtig ist, dafür brauchen wir Profis. Dafür brauchen wir professionelle Übersetzer, professionelle Dolmetscher, professionelle Untertitler, die das können,
und diese Texte wirklich verständlich und akzeptabel gestalten. Und das sowohl im Übersetzungsprozess als auch im Revisionsprozess. Hier ein Beispiel für einen einfachen Sprachetext. Man sieht, wenn man genau hinguckt, der Text ist immer noch sehr, sehr, sehr einfach. Der entspricht in Großteilen den Regeln der leichten Sprache. Aber wir haben hier die Originalbebilderung, wir haben ein bisschen Layout. Das ist ein Text von der Apothekenumschau. Die haben mittlerweile sehr viele Texte in Kooperation mit der Forschungsstelle Leichte Sprache in Hildesheim in Leichte Sprache Plus übersetzt. Ein weiteres Beispiel ist aus einem Kochbuch, das ich mir gekauft habe. Auch hier haben wir leichte Sprache in den Anweisungen. Sie sehen das hier in Schritt 14. Auf jedes Hähnchenteil eine Zitronenscheibe legen. Wir haben die Segmentierung Hähnchenteil, Zitronenscheibe mit Mediopunkt. Wir haben aber Bebilderung. Wir haben, das sieht aus wie ein Kochrezept. Ja? Und das ist auch toll gestaltet. Man sieht genau, was man machen soll. Und dieses Textsortenwissen kann ich ja mitnehmen. Und das kann ich verstehen. Und ich nutze dieses Kochbuch. Selbstverständlich. Genauso wie die Rampe vor dem Rathaus. Okay, was kann man nun dazu forschen? Vielleicht ganz kurz zur wissenschaftlichen Einordnung. Ich habe schon erwähnt, in der Translationswissenschaft reden wir von intralingualer Translation. Den Begriff hat Jakobsen 1959 schon eingeführt. Das ist also eigentlich ein etwas älterer Begriff. Und hier haben wir das im Prinzip in der Anwendung. In der Sprachwissenschaft, aus sprachwissenschaftlicher Perspektive, ist die leichte Sprache deswegen interessant, weil es sich um Experten-Laien-Kommunikation handelt und um eine kontrollierte Sprache. Und in der Kognitionswissenschaft, und ich leite selbst ein Promotionskolleg, in dem wir mit kognitionswissenschaftlichen Methoden arbeiten, aus kognitionswissenschaftlicher Perspektive ist das interessant, weil man Verständlichkeit und Komplexität messen kann und man kann sie auch modellieren. Und das wünschen wir uns natürlich auch im Kontext der leichten Sprache. Wo ist die Forschungslücke? Es gibt Texte in leichter Sprache, ja, aber es fehlt die empirische Validierung der Verständlichkeit dieser Texte. Sind die wirklich verständlich? Es gibt Regeln für die Erstellung von leichte Sprachetexten, aber es fehlt die empirische Validierung dieser Regeln und der Effizienz dieser Regeln. Und es gibt auch theoretische Überlegungen und Modelle zur leichten Sprache, aber es fehlt Modellierungsansätze, die Verarbeitungskomplexität mit einschließen, das heißt die kognitive Verarbeitungskomplexität, aber auch eben Aspekte der Stigmatisierung, der Akzeptabilität und so weiter. Und jetzt möchte ich Sie mitnehmen und drei Analysen vorstellen, drei Studien vorstellen, in denen wir hier im Hause in unserem Eye-Tracking-Labor leichte Sprache auf ihre Effizienz hin überprüft haben. Bei der ersten Analyse geht es um den Varietätenvergleich einfache Sprache versus leichte Sprache, einfache Sprache mit ES abgekürzt, leichte Sprache mit LS. Bei der zweiten Analyse geht es um Mediopunkt versus Bindestrich, das heißt die Komposita-Segmentierung. Und bei der dritten Analyse geht es um den Mediopunkt im Kontext, das heißt in größeren Paragraphen, in Sätzen, in Paragraphen. Okay, Analyse 1, Studie 1. Varietätenvergleich einfache Sprache versus leichte Sprache. Hier ist unsere erste Hypothese. Leichte Sprache ist weniger komplex als die einfache Sprache. Die zweite Hypothese ist, leichte Sprache ist besser lesbar. Und die dritte ist, leichte Sprache ist verständlicher. Und das sind drei Hypothesen und da brauchen wir drei unterschiedliche Methoden, um das zu erforschen. Das heißt, wir haben einen multimethodischen Ansatz. Wir arbeiten mit Fragebögen. Wir bitten also die Probanden, uns zu sagen, fanden sie das verständlich? Wir lassen die Verständlichkeit raten, in einem Verständlichkeitsrating. Wir lassen die Texte reproduzieren. Freie Reproduktion, das heißt, die sollen sich erinnern, was sie da gelesen haben. Und wir nutzen die Blickbewegungsmessung, das heißt das Eye-Tracking, um die Lesbarkeit der Texte zu messen. Eye-Tracking werde ich gleich zeigen, wie das aussieht. Es gibt Tools, die basieren auf Infrarottechnik, mit denen kann man genau messen, wo die Pupille steht, während man einen Text liest.
Und auf diese Art und Weise kann man komplexe Strukturen, problematische Strukturen identifizieren. Diese erste Studie, die ich hier vorstelle, basiert auf verschiedenen Probandengruppen, Senioren. Ne? Sie denken an das Thema Demenz. Das sind jetzt keine Senioren, die an Demenz erkrankt sind. Es ist eine Probandengruppe, die wir uns einfach vor diesem Hintergrund ausgesucht haben. Menschen mit kognitiven Einschränkungen, Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen, das waren alles Geflüchtete, und eine Kontrollgruppe bestehend aus Studierenden dieses Fachbereichs. Wir hatten verschiedene Textvarianten, einmal einen Originaltext von der Webseite des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz. Das ist unser Kooperationspartner in diesem Projekt gewesen. Eine Übersetzung in einfache Sprache und eine Übersetzung in leichte Sprache. Und hier gibt es Beispiele zu diesen Texten. Auf der linken Seite sehen Sie den Text der Webseite, in der Mitte den der einfachen Sprache und auf der rechten Seite sehen Sie die Übersetzung in leichte Sprache. Das alles finden Sie in der Doktorarbeit von Silke Gutermuth, die im Jahr 2020 publiziert wurde. So, und jetzt ist es natürlich so, dass man nicht jeden Probanden ein und denselben Text in drei Varianten lesen lassen kann. Dann ist der geprimed. Dann hat der Vorannahmen über diesen Text, die das zweite und dritte Lesen natürlich erleichtern. Deshalb haben wir die Texte in Einzeltexte zerstückelt, 12 Einzeltexte. Das heißt, wir haben 12 Originale, 12 einfache Sprache, 12 leichte Sprache Texte und jeder Proband hat 4 pro Varietät rezipiert. Das heißt, er hat niemals denselben Text zweimal gelesen in unterschiedlichen Varietäten. Das ist ganz wichtig. Ne? Und wir hatten pro Probandengruppe mindestens 30 Teilnehmer in der Studie. Hier ist noch so ein bisschen Eye-Tracking-Geplänkel. Beim Eye-Tracking ist es wichtig, dass die Texte relativ groß angezeigt werden mit einem großen Zeilenabstand. Das haben wir hier auch noch berichtet. Okay, Aufzeichnung der Blickbewegungen. Das ist die Kunst, mit Computertechnik genau herauszufinden, wohin jemand schaut. Wir basieren uns hier auf der Eye-Mind-Hypothese von Just und Carpenter aus dem Jahr 1976, die besagt, dass es eine zeitliche Übereinstimmung zwischen der Fixation eines Objektes und der entsprechenden Informationsaufnahme gibt. Das heißt, überall da, wo ich etwas länger anschaue, findet auch kognitive Verarbeitung statt. Das ist empirisch validiert worden von Just und Carpenter, wird aber auch kritisiert. Aber wir gehen von dieser Hypothese aus. Und es gibt unterschiedliche Metriken, die ich berechnen kann, die auf initiale Verarbeitung oder auf Tiefenverarbeitung hindeuten. Zum Beispiel kann ich die frühen Verarbeitungsprozesse mit der First Fixation Duration, mit der Erstfixationsdauer eines Wortes messen. Also wie lange schaue ich beim ersten Fixieren auf das Wort. Tiefe Verarbeitung kann ich mit der Total Reading Time messen, also mit der Gesamtlesezeit. Auch wenn ich da ein paar Mal hin und her gesprungen bin, zählt die Gesamtlesezeit. Oder mit der Regressionsdauer, wenn ich zum Beispiel zurückspringe. Ja? Sie werden das gleich sehen. Ich habe nämlich hier ein Video vorbereitet, das ein Replay, eine Eye-Tracking-Aufnahme eines dieser Texte zeigt. Und Sie sehen, hier springen die Punkte hin und her. Die Punkte sind Fixationen. Je größer die Punkte, desto länger hat man da hingeschaut. Die Striche sind, wir nennen das Sakkaden. Das sind die Sprünge zwischen den Fixationen. Und wenn man zurückspringt, nennen wir das Regression. Ja, hier wird zurückgesprungen und der Text nochmal neu gelesen. So sieht eine Eye-Tracking-Aufnahme aus, die bei uns dann auch ausgewertet werden kann im Hinblick auf diese unterschiedlichen Metriken. Okay, schauen wir uns an, wie leicht die Texte wirklich sind. Sie haben jetzt hier eine Tabelle. Die Tabelle zeigt die Werte für die Webseite des Ministeriums, die einfache Spracheübersetzung und die leichte Spracheübersetzung. Die Type-Token-Ratio zeigt, wie die Varianz im Lexikon, also die Variabilität der unterschiedlichen Wörter, die verwendet wurden. Je geringer der Wert hier ist, desto weniger unterschiedliche Wörter wurden verwendet. Das Repertoire an Wörtern, die verwendet wurden, ist dann klein.
Und das ist hypothesenkonform. Die leichte Sprache schneidet hier besonders gut ab. Das gilt auch für die Kompositadichte. Die ist in der leichten Sprache am niedrigsten. Das gilt für die Phrasenlänge. Die ist auch am niedrigsten. Auch für die Satzlänge. Und auch für den Flash-Index. Das ist ein Lesbarkeitsindex. Und hier ist es, je höher der Index, desto lesbarer sind die Texte. Und das ist alles hypothesenkonform. Was nicht hypothesenkonform ist, ist die lexikalische Dichte. Die lexikalische Dichte beschreibt das Verhältnis von lexikalischen Wörtern, Nomen, Verben, Adverbien, und Adjektive. Ich habe die Adjektive vergessen. Im Verhältnis zu den grammatischen Wörtern, sowas wie Präpositionen, Artikel, Konjunktionen. Ja? Und in leichten Texten ist die lexikalische Dichte niedrig. Man verwendet wenig lexikalische Wörter, mehr grammatische Wörter. Und hier sind wir nicht hypothesenkonform. Hier ist die leichte Sprache ähnlich einzuordnen, sogar etwas höher wie die anderen beiden Varietäten. Das liegt daran, dass wenn wir einen Term haben, dann benötigen wir weitere Nomen und Verben, um diesen Term zu erklären. Und das erhöht die lexikalische Dichte. Das heißt, hier sind wir nicht hypothesenkonform. Schauen wir uns jetzt die Ergebnisse an aus dem Rating. Also, hier haben wir gefragt, wie leicht fanden Sie denn jetzt diese Texte, die Sie gelesen haben? Und ich muss vielleicht ganz kurz diesen Plot erklären. Das ist eine statistische Regressionsanalyse, die wir hier durchgeführt haben. Und Sie sehen auf der linken Seite hier die Rating-Ergebnisse. Je höher das Ergebnis, also wenn der Wert 4 erreicht, dann wurden die Texte als leicht eingestuft. Je niedriger das Ergebnis, desto schwerer wurden die Texte eingestuft. Sie sehen hier die Probandengruppen auf der X-Achse, Studierende, Senioren, Migranten und Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Und die unterschiedliche Farbgebung der Kurven bedeutet, schwarz waren die Originale, die Webseite, rot ist die einfache Sprache und grün ist die leichte Sprache. Und auch hier sind wir hypothesenkonform unterwegs. Die leichte Sprache wurde als am einfachsten eingeschätzt von den Probanden. Dies trifft in besonderem Maße auf die Migranten zu. Ja? Wohingegen die Menschen mit kognitiven Einschränkungen tendenziell alles eher schwieriger fanden. Alle Varietäten schneiden da etwas schlechter ab. Ein ähnliches Bild haben wir bei der freien Reproduktion. Hier sollten die Probanden sich daran erinnern, was sie gelesen haben und sollten das verbalisieren. Und wir haben dann die Aussagen gezählt, die korrekt waren. Und auch hier schneidet die grüne Kurve über alle Probandengruppen hinweg am besten ab. Nicht immer signifikant. Signifikant ist es für die Migranten. Aber es ist ja doch eine ganz klare Tendenz zu erkennen. Und auch hier muss man sagen, die Menschen mit kognitiven Einschränkungen schneiden hier für alle Textvarietäten am schlechtesten ab. Das heißt, sie erinnern sich am schlechtesten an das, was sie hier gelesen haben. Das liegt an der Aufmerksamkeitsspanne und so weiter und so fort. Schauen wir uns jetzt die Lesezeiten an. Eye-Tracking-Ergebnisse, Gesamtlesezeiten. Und hier ist, je höher der Wert, desto schlechter, weil desto länger hat das Lesen gedauert. Und was man sieht, ist, dass schwarz, die Webseite, der Originaltext, hat die längsten Lesezeiten verursacht bei allen Probandengruppen. Und die leichte Sprache in grün verursacht bei den Studierenden, bei unserer Kontrollgruppe, bei den Migranten und auch ein bisschen bei den Menschen mit kognitiven Einschränkungen geringere Lesezeiten. Interessant ist der Wert bei den Senioren. Da haben wir ähnliche Lesezeiten im Vergleich für die leichte Sprache im Vergleich zur einfachen Sprache. Und dies liegt an Irritationseffekten. Die Senioren haben uns hinterher gesagt, Mensch, was war das denn? Da war dauernd ein Punkt mitten im Wort. Was sollte das denn? Und wir haben hier Irritationseffekte, die die Lesezeiten in die Höhe treiben. Das ist ganz interessant. Ne? Das können wir auch über das Eye-Tracking wahrnehmen. Das heißt, hier auch, leichte Sprache scheint lesbarer zu sein. Die Ausnahme stellen hier die Gruppe der Senioren dar. Erstes Zwischenfazit, leichte Sprache ist weniger komplex, leichte Sprache ist besser lesbar generell
Und wir haben besseres Rating und bessere Reproduktion für die leichte Sprache, insbesondere für die Migranten. Die scheinen von der leichten Sprache in besonderem Maße zu profitieren. Okay, die zweite Analyse, Mediopunkt versus Bindestrich. Hypothese 1, der Mediopunkt funktioniert als Segmentierungshilfe. Hypothese 2, wir gehen da ganz neutral vor, der Bindestrich funktioniert als Segmentierungshilfe. Hypothese 3, das Kompositum unsegmentiert ist schwer verständlich. Was haben wir gemacht? Wir haben 54 Komposita in 3 Varianten randomisiert dargestellt und haben sie Probanden zum Lesen gegeben. Als Methode, um auch zu eruieren, verstehen die denn, was die da lesen, haben wir eine Textbildzuordnung gemacht. Das heißt, die haben zu jedem Kompositum ein Bild angezeigt bekommen und beziehungsweise 4 Bilder zur Auswahl und sollten auf das Bild klicken, das das Kompositum darstellt. Ich zeige gleich ein Beispiel. Das war eine kleine Studie im Rahmen einer Masterarbeit, im Rahmen der Masterarbeit von Wellmann, 2020 publiziert. 5 erstalphabetisierte Frauen, sekundäre Zielgruppe. Und eine Kontrollgruppe aus Studierenden. Und als Prüfwortschatz haben wir genommen A1-Niveau, damit der Wortschatz per se nicht zu schwierig für diese erstalphabetisierten Frauen wird. Ein Beispiel sehen Sie auch hier. Fachleute mit Bindestrich, Leute großgeschrieben, Fachleute mit Mediopunkt, Leute kleingeschrieben und Fachleute, so wie wir es in der Standardsprache ohne Segmentierung schreiben würden. Hier ist ein Beispiel, das Wort Lachkrampf. Dafür haben wir 4 Bilder gezeigt, nämlich hier die beiden Herren, die sich vor Lachen ausschütten. Das ist der Lachkrampf. Dann haben wir das Bild von einem Wadenkrampf gezeigt und das Bild von einem vielleicht epileptischen Anfall. Und dann hatten wir immer noch eine 4. Version für ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Was sieht man hier beim Eye-Tracking? Was Sie hier sehen als Ergebnis ist eine Heatmap. Je roter dieses Cluster in der Darstellung von dem Eye-Tracker, desto häufiger haben die Probanden dahingeschaut. Ja? Gelb weniger häufig, grün noch seltener, überall da, wo keine Farbmarkierung ist, haben sie ganz wenig hingeschaut. Was wir hier sehen, ist Folgendes. Die Probanden scheinen sich auf den zweiten Wortbestandteil zu fokussieren, auf das Wort Krampf. Das scheint nicht an dem Bindestrich zu liegen. Das scheint, das ist meine Hypothese, eher an der Großschreibung zu liegen. Sie scheinen, wenn man hier auf die Ergebnisse, auf die Bilder schaut, eher den Wadenkrampf zu fokussieren. Ja? Also rein auf der Basis dieser Heatmaps würde ich interpretieren, das Wort Krampf wird in besonderem Sinne wahrgenommen und wird dann auch so verstanden. Das heißt, wir haben durch diesen Binnenmajuskel, durch dieses großgeschriebene Krampf, eine falsche Repräsentation im kognitiven Lexikon und es wird das falsche Bild ausgewählt. Wir hatten ähnliche Bilder mit Großmutter. Da hatten wir eine alte Frau mit Enkel, wir hatten eine große Mutter und da wurde auch ganz häufig auf die große Mutter geguckt und geklickt. Ist also ein Problem. Jetzt schauen wir uns die Ergebnisse an. Hier die Ergebnisse der Eye-Tracking-Studie, Fixationsdauer. Sie sehen hier links Bindestrich, in der Mitte das Kompositum unsegmentiert und rechts den Mediopunkt. In rot oder bräunlich dargestellt unsere Vergleichsgruppe, die Studierenden, und in blau die Kontrollgruppe, unsere Zielgruppe, die erstalphabetisierten Frauen. Und Sie sehen, hier ist die Varianz schon sehr groß. Aber was man deutlich sieht, die Komposition, das unsegmentierte Kompositum, erwirkt die längste Lesezeit, ist am schwersten zu lesen. Gefolgt von dem Bindestrich und die kürzeste Lesezeit generiert der Mediopunkt. Das heißt, was die Lesbarkeit angeht, ist der Mediopunkt leicht im Vorteil gegenüber dem Bindestrich. Der Bindestrich ist aber deutlich im Vorteil gegenüber dem unsegmentierten Kompositum. Jetzt schauen wir uns an, was haben die eigentlich angeklickt? Wie haben die das denn jetzt verstanden? Und hier sehen Sie die Fehlerquote in Prozent. Das heißt, wir haben gezählt, wie viele Fehler haben die denn gemacht beim Anklicken des Bildes. Und hier sehen Sie wieder links den Bindestrich, in der Mitte den Balken für unsegmentierte Komposita und rechts Mediopunkt.
Rot die Vergleichsgruppe, die haben ganz wenig Fehler gemacht, die haben das alles sehr gut verstanden. Und in bläulich die Zielgruppe, unsere erst alphabetisierten Damen. Und was man hier sieht, ist, dass der Bindestrich die meisten Fehler generiert. Ne? Das habe ich eben erklärt mit dem Lachkrampf, mit der großen Mutter. Da wird das falsche Lexem kontextualisiert. Ja? Wahrscheinlich durch die Großschreibung. Der Mediopunkt schneidet hier am besten ab. Das ist interessant. Der Bindestrich schneidet bei der Verständlichkeit schlechter ab als das unsegmentierte Kompositum. Was sagen wir dazu? Wir haben die bessere Lesbarkeit und Verständlichkeit für den Mediopunkt. Der Mediopunkt funktioniert besser als der Bindestrich im Hinblick auf die Verständlichkeit. Und wir haben eine höhere Fehlerquote beim Kompositum und beim Bindestrich. Ja? Also unsere Empfehlung wäre, lieber den Mediopunkt nutzen als den Bindestrich. Unsere Ergebnisse deuten sehr deutlich darauf hin. Und jetzt, mir läuft so langsam die Zeit weg, aber ich komme jetzt zur letzten Analyse, zur letzten Studie. Die möchte ich jetzt auch noch ganz gern zeigen, weil die so ein bisschen die leichte Sprache auch wieder in Frage stellt. Hier haben wir Komposita angeschaut, aber jetzt nicht mit Bildbenennung im Kontext, sondern wir haben die Komposita in einen Text gepackt und haben das gemessen und beim Eye-Tracking ausgewertet. Das ist die gleiche Studie wie Studie 1. Das heißt, das ist genau das gleiche Material wie in Studie 1, die Webseiten vom Ministerium. Das muss ich jetzt nicht mehr vorstellen. Das ist klar, das waren die drei Varianten. Original, einfache Sprache, leichte Sprache. Vier Zielgruppen, Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit kognitiven Einschränkungen und unsere Vergleichsgruppe. Wir haben hier in dieser Studie Komposita gehabt, die sehr häufig vorkamen und die haben wir gerankt. Wir haben mal geguckt, wie oft kommen die in der Standardsprache vor und das waren die folgenden vier Komposita: Landesregierung, Datenschutzbeauftragter, Landesbeauftragter und Transparenzgesetz. Und diese Komposita haben wir mit dem Mediopunkt segmentiert und haben die Komposita unsegmentiert und die segmentierten Komposita wild in den Textvarianten gestreut. Das heißt, wir hatten Mediopunkt-Segmentierung in unseren Originaltexten, wir hatten Mediopunkt-Segmentierung in der einfachen Sprache und natürlich in der leichten Sprache, wir hatten unsegmentierte Komposita in den Originaltexten, aber auch in der einfachen und in der leichten Sprache. Wir wollten herausfinden, wo war die Hypothese? Werden die Komposita unterschiedlich verarbeitet, je nach Kontext, ja? Je nach Varietät? Gibt es da Unterschiede? Werden die unsegmentierten Komposita vielleicht in leichte Sprachetexten verarbeitet, weil der Rest so einfach ist? Ne? Das wollten wir herausfinden. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Die Erstfixationsdauer für alle Probandengruppen und für alle Varietäten. Und Sie sehen hier, dass der Mediopunkt kürzere Lesezeiten generiert als das unsegmentierte Originalkompositum. Das heißt, check, Mediopunkt funktioniert auch im Kontext. Jetzt schauen wir uns die Erstfixationsdauer nach Probandengruppen an. Und hier ist ein ähnliches Bild als das, was wir eben schon hatten. Das Original in Rot generiert längere Lesezeiten als das mediosegmentierte Kompositum. Ja? Und wir haben längere Lesezeiten, aber auch beim mediopunktsegmentierten Kompositum für die Migranten und die Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Das heißt, die Studierenden und die Senioren, die rezipieren beides unheimlich schnell. Ne? Da gibt es auch keine signifikanten Unterschiede. Die Migranten profitieren wieder relativ stark, aber auch die Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Jetzt schauen wir uns die Gesamtlesezeit für unsegmentierte Komposita für Menschen mit kognitiven Einschränkungen an, und zwar nach der Varietät. Das heißt, unsegmentierte Komposita, Menschen mit kognitiven Einschränkungen, und hier finden wir keine Unterschiede. Die rezipieren unsegmentierte Komposita in allen drei Textvarianten gleich schlecht. Kann man sagen. Ja? Interessant sind die Migranten. Die Migranten profitieren ja von der leichten Sprache und von der Komposita-Segmentierung. Und hier sehen wir unsegmentierte Komposita werden in der leichten Sprache sehr viel schneller rezipiert als in den anderen Textvarianten. Das ist interessant.
Das heißt, die Migranten profitieren von der leichten Sprache, aber gar nicht von der Kompositasegmentierung selbst. Wenn alles andere leicht ist, können die auch unsegmentierte Komposita extrem schnell rezipieren. Und das ist spannend und das lässt natürlich die Frage zu, brauchen wir die Kompositasegmentierung denn überhaupt? Den Menschen mit kognitiven Einschränkungen hilft sie überhaupt nicht. Die rezipieren alles gleich schlecht. Und den Migranten hilft sie eigentlich auch nicht. Da hilft nur, wenn man alle anderen sprachlichen Ebenen vereinfacht. Ja? Das heißt, je nach Zielgruppe interagiert die Verarbeitung von Komposita in der leichten Sprache mit dem linguistischen Kontext. Machen wir alles andere leicht, können wir die unsegmentierten Komposita auch beibehalten. Die müssen wir gar nicht segmentieren. So machen es übrigens die Finnen. Die Finnen haben auch extrem komplexe Komposita und die segmentieren die nicht. Ja? Könnte auch für uns die Quintessenz sein. Die Komplexitätsreduktion auf den anderen Ebenen schafft Kapazität für die Verarbeitung der Morphologie. Und hier kommen wir auf das Schubladenmodell für die einfache Sprache, das Predel und Maas vorgestellt haben. Die sagen, dass man, was die Komplexität angeht, in jeder linguistischen Ebene in die unterste Schublade gehen kann und das ganz leicht machen kann, dass man aber je nach Zielgruppe wieder höhere Schubladen aufziehen kann. Und in Bezug auf die Komposita hätten wir hier so ein Beispiel. Und das könnte auch eine Regel sein für die leichte Sprache plus. Mach alles leicht, nur die Komposita, die können wir unsegmentiert lassen. Mein Gesamtfazit, ich komme zum Schluss. Wir haben schon relativ aussagekräftige Studien zur Validierung der Regeln. Wir haben Studien zur Verständlichkeitsüberprüfung. Wir haben aber keinerlei Studien zum Stigmatisierungspotenzial und keine Studien zur Effizienz der einfachen Sprache bzw. der leichten Sprache plus. Und da ist noch großes Forschungspotenzial, das wir in den nächsten Jahren beackern können. Und wenn Sie da Interesse zum Beispiel auch haben, eine Abschlussarbeit zu schreiben, können Sie mich natürlich sehr gerne kontaktieren. Okay, further reading. Die Studien, die ich vorgestellt habe, die sind alle in unserer Buchreihe veröffentlicht, teilweise auch Open Access. Das finden Sie unter diesem Link. Und wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen natürlich sehr gerne zur Verfügung. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend.